Schön, dass die zwei kleinen Kinder mir auch ihre Telefonnummer geben. Schön, dass sie jedem random Stranger ihre Telefonnummer geben. Die wollen alright. Richtig... Alright, Rainbowlox, abonniert mit Prime. Dankeschön, willkommen im Stream. Aber ja, kleine Kinder, die random Strangers ihre Nummer geben, sind definitiv gut erzogen und werden auf keinen Fall weggeschnappt. Wie das, 2007, steig nicht zu Fremden ins Auto. 2015, unterhalte sich nicht mit Fremden übers Internet. 2020, ich bestelle mir übers Internet einen Fremden, der mich irgendwo hinfährt. Zitat blabla K. Moritz wird erstmal vom Chat ignoriert. Gar nicht wahr, ich hab doch Hallo gesagt. Und hallo Andreas, komm im Stream. Alter, 8 Zuschauer! The fuck, wo kommt ihr alle her? Nice! Ah, Rainbowlox hat auch mit Prime gehabt. Danke, Rainbowlox! Danke, Ben. Nochmal. Erstmal doppelt danken. Easy. Danke, Moritz, auch fürs Abonnieren. Danke, danke. Nice! Das ist doch mal was. Alright. Da war's! Alright! Dankeschön! Und so generieren wir kostenlos Geld. Also, für mich kostenlos. Ihr zahlt Prime-Abos, aber ist ja erstmal egal. Ich habe schon von einigen Streamern gehört, die das so tatsächlich machen lassen und all ihre Freunde fragen, was ich natürlich noch nie getan habe. Noch ein Alright, das bin ich nicht hinterhergekommen. Das war dasselbe nochmal. Yes. Nice. Gegebenenfalls kannst du einfach dir davon Geld geben lassen, also du kriegst ja Geld ausgezahlt irgendwann, und dann einfach sagen, ey yo, ich habe hier mein, warum setzt der Protein ein? Warum wird durch Protein Ghost? Ah, das sind die Fähigkeiten, wird automatisch die Fähigkeit, mit der er angreift. Das klingt mies. Hat das nicht hier, Namen vergessen, Quajutsu als Spezialfähigkeit? War der deswegen nicht eigentlich ganz cool? Auch wenn ich lieber mit Wasser-Shuriken-Verstärkung genutzt habe bei fucking Anime-OP? Ich glaube schon. Okay, wir müssen ganz gut aufpassen, dass mein Bezahlprotagonist hier nicht drauf geht. Dieses Chameleomon. Chamelemon. Scheint hier ziemlich hart und böse drauf zu sein. Jetzt bin ich überrumpelt, Leute. Ich kann nicht mit 8 Zuschauern arbeiten. Das sind zu viele. So kann ich nicht denken. Ich soll das einfach ausschalten. Bam. So. Okay. Wo waren wir? Wir waren bei Sternsystem, bei Raketen und bei Gyroskopen. So, wir haben das Gyroskop gedreht, das sorgt dafür, dass alles halbwegs gerade bleibt. Wir bringen alles zum Mars oder zum Mond, wobei Mond dafür weiterfliegen immer noch besser ist. Und genau, jetzt kommen wir zu dem Thema, weswegen ich da überhaupt drauf kommen wollte. Ich hatte letztens ein Video gesehen, kann man bestimmt auf YouTube finden, den man Harald Lesch, hast du gerade willst du sterben oder was getriggert? Willst du mich verarschen, Andreas? Oh no! Ich bin relativ weit gekommen, das muss doch jetzt nicht sein! God fucking damn it! Okay. Ich muss kurz nochmal nachschauen, ob was die genaue Formulierung war, vom Willen zu sterben oder was. Ich habe zu spät hingeguckt, um es in diesem Kampf zu machen, das wird im nächsten gemacht. Es ist eine Weile her, dass ich das eingeführt habe. Da. Story of Andreas Life. So liebst du es, auch mich leiden zu sehen, dann darfst du nur den ultimativen Killknopf bestätigen. Sobald du das getan hast, muss ich den schnellsten oder lustigsten Weg finden, im Spiel hops zu gehen. Was bei einem fucking Nuzlocke echt mies ist. Okay. Machen wir es jetzt gezielt auf... fucking hell. Jetzt nicht groß ziehen. Dankeschön. Okay. Machen wir das jetzt bei dem Digimon, was vorne war, dass das möglichst schnell hops gehen muss. Oder sagen wir, dass alles von mir hops gehen muss, weil das wäre ja effektiv, ich gehe hops. Ich kann den Pokémon nicht von Klippen springen, das würde es wesentlich erleichtern. Okay, dann halt den schnellsten. Ein Pokémon witzig sterben zu lassen reicht. Okay, wie schaffe ich es, dass ein Pokémon witzig stirbt? Ich habe ein Kappador. Es kann ein bisschen platschen. Es kann um sein Leben platschen. Okay, wisst ihr was? Wir suchen uns einen Gegner, der Härtner kann. Ich glaube, sowas gibt es hier nicht, oder? Warte. Wir machen das mal schnell. Das ist okay. Wir geben aber Kappador noch eine Chance. Ja, ich hab eine Idee.
Wir geben unserem Kapamon noch eine gute Chance, gegebenenfalls um sein Leben zu platschen. Und zwar, indem wir es 1v1 gegen ein anderes Kapador senden. Und wenn er schnell genug zum Verzweifler kommt und das andere Kapador ausschaltet, oder langsam genug, weil ich glaube, Verzweifler macht er weniger Schaden, als er abbekommt, dann darf er leben und, ey, und ein anderer muss sterben. Let's fucking try that. Okay, I try my best. Wenn denn irgendeins anbeißen würde, das sind unfaire Voraussetzungen. Hier, neben diesem riesengroßen Schiff, was die ganze Zeit Lärm macht, wird bestimmt irgendein Kapador sein. Weil es die einzigen Dinge sind, die dumm genug sind, gegen das Schiff zu schwimmen. Das ist unfair. Hier muss es doch irgendwo irgendwas geben, es ist fucking Meer. Wobei der auch nicht gerade sehr erfreut ist, oder sehr, sehr geduldig beim Angeln. Jawohl, dankeschön. Wenn es irgendwas anderes ist, dann... Nein, alles klar, ein Kapador, wunderbar. Dann musst du kein anderes opfern. Okay, wenn es das gewinnt, ist das auch akzeptiert. Wunderbar. Dann waiten wir jetzt. Warte um dein Leben, mein Freund. Wobei wahrscheinlich gegen das Level 6 sogar gewinnt. Wobei, kommt drauf an, wie sehr seine Werte steigen über Level-Ups. Ich meine, man macht ja mit Struggle sich selber mehr Schaden als dem Gegner normalerweise. Das heißt, die Frage ist, wenn ich zuerst struggle, weil ich werde zuerst strugglen, ich bin ja schneller als er und Wade hat bei jedem 40 Nutzung. Ich beschleunige das mal ganz kurz. Dann ist die Frage, mache ich ihm mehr Schaden oder mir mehr Schaden? Wenn ich mir selber mehr Schaden mache, ist es scheiße, dass ich ein höheres Level bin. Okay, wir gehen bis zu 5 runter und machen dann einen schönen Countdown, damit es hier ein bisschen schneller vorangeht. 10, 9, 8, 7, so, alles klar. Okay. Gut, mein liebes Kapador. Mit Kapador mit 2 AP geschrieben, egal. Er hat 4 Pipi, so viel steht fest. Du darfst beweisen, was alles in dir steckt. Und zwar die Fähigkeit zu warten bis zum bitteren Todesende. Please, just don't die. Ich meine, das ist Level 6. Rein theoretisch vom Level her mache ich vielleicht sogar mehr Schaden als Struggle macht. Okay, alles klar. Das war noch einmal, das war fertig. Weiß nicht mehr. Letztes Waiten. Das Warten ist vorbei. Perfectly balanced as all things should be. Nothing happened, but now. No moves left. Struggle it is. Okay, das sieht ganz gut aus. Das sieht actually ganz gut aus. Das sollten wir überleben. Ja, guck mal, wie hart er sich da wegrecoilt. Alles kein Ding. Oder? Wait a second. Warte, ich bin auf 8 HP runter. Wie viel habe ich mir jetzt selber gemacht? Mal 80 zu 24? Okay, ich sollte überleben. Weil ich ja nur auf 800 gekommen bin, weil er mir Schaden gemacht hat, ne? Come on, Kapador. You can do this. Just don't kill yourself by recoil. Jawohl! Easy, 2 HP win. Zählt das? Und dann muss er noch einen Kampf gewinnen. Gegen seinesgleichen. Ich werde einfach sagen, ich darf ihn nicht mehr heilen. Ich würde sagen, ich darf ihn jetzt auch nicht mehr heilen. Ich werde ihn wahrscheinlich eh nicht benutzen. Okay, akzeptiert. Nicht mehr heilen, bis er sich entweder weiterentwickelt oder halt stirbt. Das reicht, das reicht. Gut, gut. Okay. Wobei automatisch im Pokémon Center geheilt wird. Das habe ich nicht bedacht. Dann streichen wir das. Es wurde akzeptiert, also reicht's. Gut. Wir wollen zurück zu einer Überlegung von Mond, Mars, Sterne. Genau. Und also selbst wenn wir vom Mond dann starten würden, das alles erstmal hinzukriegen, das braucht eine Mondbasis, wo wir dann alle Sachen zusammenbauen können und von dort aus dann weiter zu fliegen zum nächsten Planeten, Sternensystem, was auch immer. Oh mein Gott, fucking Devil, da wär's gewesen. Hätte er sich durchstrangeln können gegen alle Mambo-Mons. Wusste ich natürlich nicht, dass dieser scheiß Angler auch Mambo-Mons hat. Naja gut, das wurde ja schon akzeptiert, dann ist ja alles gut. Das heißt, eine andere Option, außer zu sagen, okay gut, wir schicken halt einfach einen Menschen zu einem wohnbaren Planeten für einen Menschen, ist halt die Option zu sagen, wir versuchen es irgendwie auf Mars, Venus oder sonst sowas. Und das sind natürlich alles Planeten, die jetzt nicht gerade sehr lebensfreundlich sind.
Wobei man dazu auch sagen könnte, nicht sehr menschenlebensfreundlich. Oh, das war doof. Das war richtig doof. Please don't fucking kill me. Okay, er besprinkelt mich nur mit Wasser, um mich so ein bisschen zu taunten. Das ist absolut okay, das überlebe ich sehr, sehr gerne. Ich hätte trotzdem nochmal ins Pokémon Center rennen sollen. God damn it. Okay, und das heißt, wir... Also es wäre eine Option zu sagen, okay, wir nehmen halt einen Planeten, der nicht für Menschen oder für alle Lebewesen, die wir momentan kennen, beherbergbar ist oder überlebbar ist und erzeugen einfach irgendwas, was auf diesem Planeten dann lebt. Ja, das gibt ein paar neue ethische Probleme, so mit Gentechnik, wenn man halt dann überlegt, will das Kind überhaupt der erste Marsianer werden? Hat er eine Wahl, wenn genügend Investoren sagen, das wird der erste Marsianer? Was ja, durchaus auch denkbar wäre. Oder schicken wir erstmal irgendwelche Mäuse, die wir dann zu Marsmäusen machen. Oder zu Marskakerlaken. Diamond Shell. Das hat sich weiterentwickelt, das wäre mal richtig nice. Ich hoffe immer, dass du ein Tank wirst. Das heißt, ich würde den Yorn wegnehmen. Auch wenn das durchaus sinnvoll werden könnte. Ah, ich hätte den Bubbleblow wegmachen können. Egal. Ich meine, wir müssen ja nicht mal wirklich mit Menschen anfangen. Wir können ja durchaus, das ist jetzt Spekulation, darüber habe ich bisher auch noch nichts gelesen. Gut, dass Andreas im Chat ist. Der kann mich gern zurechtweisen, wenn es doof klingt. Wir können ja rein theoretisch, wenn wir jetzt uns mal Venus nehmen würden. Venus auch sehr erdähnlicher Planet, nur ungefähr erdähnlich nach Klimawandel. Bisschen anders, aber zumindest heiß und aua und da möchtest du eigentlich nicht leben. Aber theoretisch könnte man ja überlegen, dass man da dann irgendwelche gentechnisch veränderten Pflanzen hinballert, die in der Umgebung halt leben können und dafür sorgen, dass zum Beispiel CO2 rausgefiltert wird oder andere Gase in der Umgebung. Jawohl, Stunde entwickelt sich. Sehr schön. Oder andere Gase in der Umgebung, mit denen wir so jetzt normal nicht klarkommen. Um die ganze Sache mal ein bisschen anzupassen. Das wäre zumindest eine nice Idee. Dann weiß ich jetzt nicht, wie die Druckverhältnisse auf der Venus sind. Das habe ich spontan nicht im Kopf. Aber wir könnten ja einfach auch, keine Ahnung, Raumkapseln mit zusammengepressten O2 dahin ballern. Was uns den Sauerstoff nehmen würde, was auch nicht so schlau wäre. Aber naja, so grundsätzlich können wir irgendwo aus dem Weltall fischen, wenn wir weit genug sind. Oder irgendwelchen, von mir aus mit Robotern, könnten wir auch einfach Dinge dahinstellen, die das Ganze für uns tun. Gibt ja zum Beispiel auch CO2-Filter in echt. Stulle wurde zum Brötchen. Dies ist sehr korrekt. Übrigens, Brötchen kann sich jetzt auch mit Digi-Amo-Eiern weiterentwickeln. Also für alle, die Digimon kennen, was normalerweise, wie ich meine Zuschauer und Menschen generell kenne, sehr wenige sind. Stulle oder Brötchen kommt halt aus der zweiten Generation. Und in der zweiten Generation wurden Digi-Amo-Eier eingeführt. Und diese Digi-Amo-Eier gibt es nicht nur in der zweiten Generation, sondern auch... Ich kann nicht einfach hochdrücken, schade. Sondern auch hier. Und wir können direkt mal ganz aus dem Pokédex gucken, was für Entwicklungen eingestellt wurden. Die Frage ist auch, ob es hier DNA-Digitation gibt. Das wäre richtig, richtig nice. Dann bräuchten wir nur noch ein Patamon. Könnten das zu... Ich glaube, es war Angemon und ihn zu irgendwas entwickeln und dann DNA-Digitation zu Shukakumon machen. Oder wir gucken einfach mal ganz kurz, was hier im Pokédex steht. We are level up and shiny Digi-Egg. Okay. It has a carefree, charming building that here rolls into a ball to attack. Dass er keinen Walzer gelernt hat, ist sehr, sehr schade. 0,08 Inch in kleiner, groß und 1,1 BS. Du bist verdammt leicht. Vor allen Dingen wesentlich leichter als seine Vorentwicklung. Das ist doch mal Workout-Routine. So sieht Abnehmen aus. Easy fucking peasy. Wir haben einen neuen Luftballon bekommen. Okay, das sind also alles Optionen, die nur Shiny Digi-Egg. Ich meine, ich habe gerade mal 1000 Geld. Gönnen wir uns mal. Theoretisch müsste es bei ihm... Na gut, für ein Shiny Digi-Egg, Iggy, aber all der... Oh, ich glaube, er hatte Wissen und Zuversicht. Das heißt, er müsste Zuversicht sein mit Shiny. Würde ich jetzt mal zuordnen. Was von diesen Farben klingt eher nach Wissen? Also Rot ist auf jeden Fall Mut. Blau müsste Freundschaft sein. Grün Aufrichtigkeit. Gold könnte Hoffnung sein. Weiß... Oh, was soll ich weiß zuordnen? Licht?
gibt es ja auch die Gamma des Lichtes für Gatomon. Schwarz wäre dann vielleicht Wissen. Dann Shiny würde passen mit Zuversicht. Glowy müsste dann das Digi-Amo-Ei hier Gold sein, was es ja auch noch gibt. Dann würde ich mal das vielleicht Wissen noch mit dazu kaufen und mal schauen, ob es geht. Wylord ist neidisch, aber sowas von. Also ja, kurz gesagt, hat ein relativ gutes Video über die Option zur Kollision der Venus erstellt. Grob in 500 Jahren mit absehbarer Technologie machbar. Genau. Und mein Punkt dabei ist jetzt, dass basierend auf einem Video von Harald Lesch. Der hat da am Ende einer Vorlesung richtig hart, also ich meine, der kann ja sehr emotional werden, und der hat da richtig hart rumdiskutiert. Ersatz kann sich mit einem Digi-Amo-Ei. Argumon kann sich mit einem Digi-Amo-Ei weiterentwickeln? Wait, ich muss ein paar Digi-Amo-Eier kaufen. Wir müssen mal ganz kurz gucken, was hier so kommt. Problem ist, dass sie sich dann nicht mehr weiterentwickeln können, weil die in der Regel Digi-Amo-Ei-Entwicklung halt so Ende, Karriere von allem sind. Das heißt, wenn wir das machen, müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht geile Entwicklungen verbauen. Das könnte jetzt auch wichtig werden. Also vielleicht nicht bei meinen Haupt-Digimon machen, sondern bei irgendwas anderem und gucken, was bei rauskommt. Ist so die Idee. Ich hatte jetzt Gold. Green, Gold. Fuck, was habe ich gekauft? Ich hab's vergessen. Ich glaube, White und Glowy fehlt noch. I hope so. Bestimmt. Oder wir holen irgendwas anderes einfach. So, und Google. Wir googeln nicht. Nee. Ich will ein bisschen Spannung hier drin haben. So, okay, also Mut geht interessanterweise bei keinem. Freundschaft würde auch bei Ersatz gehen. Weil Ersatz kann ich auch normal weiterentwickeln. Aufrichtigkeit auch bei niemandem. Ich bin jetzt aber schon gespannt, was das ist, jetzt mal ganz ehrlich. Und Shiny geht nur bei Stulle. Ich brauche Stulle ja eigentlich nur für den nächsten Orden. So mit seinem Bodentyp. Das heißt, ich würde sagen, ich mache den nächsten Bodentyp noch mit. Und dann wird Stulle mit Digi-Amo-Ei weiterentwickelt. Weil es erstmal egal ist, was er wird, ich vielleicht noch was Cooles bekomme. Ersatz mit Wasser brauche ich auf jeden Fall bei Feuer als nächsten Orden. Das heißt, den kann ich noch nicht weiterentwickeln. Wobei, wir haben so viel Wasserersatz mit drin, dass Ersatz durchaus auch als Ersatz genutzt werden kann, sich mal in irgendwas weiterentwickeln kann. Heißt, wir können jetzt Ersatz in Digi-Amo-Ei. So, Blue wird wahrscheinlich weiter zum Thema Wasser sein. Das ist langweilig. Was brauchen wir denn? Wir bräuchten... Was haben wir denn im Team? Wir haben da momentan... Also, ein Boden, was sich irgendwann weiterentwickeln wird. Wasser, was weggehen wird. Geist, Feuer, Elektrostahl und... Naja, er hat ja überlebt. Und wir haben genügend Ersatz. Das heißt, wir haben noch mehr Wasser. Pflanze ist grundsätzlich immer ganz cool. Würde auch beim nächsten Orden mithelfen. Wir bräuchten Kampf. Aber Kampf gibt es jetzt als Digi-Amo eigentlich. Fee wäre immer ganz geil. Drache wäre nice. Aber auch das ist, glaube ich, nicht ganz gut machbar mit den Dingern hier. Ne, gut. Dann gehen wir mal das schwarze Unlicht, ist immer geil. Und Ersatz. Schauen wir mal, was du werden kannst. Let's fucking go! Ersatz! Entwickel dich! Digi-Amo eines Wissens erstrahle! Na 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 na. Ey, Betamon! Ich liebe Betamon! Sehr nice! Ist in keinster Weise Unlicht, ist definitiv ein Wasser-Digimon, aber hey! Gönn mir! Wassergift! I take that. Sehr schön. Mit denselben Angriffen kann sich Betamon jetzt mit einem Digi-Amo-Ei weiterentwickeln. Das war wohl der Trostpreis. Nein, eigentlich nicht. Okay, weiß kann keiner nehmen. Von mir aus grün auch nicht. Wait, warum kann ich das auf keinen mehr einsetzen? Gerade konnte doch noch jeder. Was soll das jetzt bedeuten? Okay, warte, er kann noch. Immerhin. Habe ich gerade den Bug verbuggt, deswegen der Bug nicht mehr buggt? Und ich jetzt nur noch die Digi-Amo-Eier einsetzen kann, die wirklich funktionieren? Langweilig. Ach Gott, fucking damit. Naja gut, dann ist das halt so. Betamon ist okay. Betamon kann sich definitiv noch weiterentwickeln zu Citramon. Und ich liebe Citramon, weil es die Weiterentwicklung von Betamon ist. Das bedingt sich so ein bisschen. Und Gift ist durchaus okay. Also, es ist kein Unlicht, das sehe ich ein. Im Vergleich zu Unlicht ist es definitiv der Trostpreis.
Aber naja, gut, was soll's. Der will gar nicht mehr kämpfen. Dann können wir jetzt weiterlaufen. Und Maike ist wieder die nächste Gegnerin. Die... Oh, ich habe schon mal probiert, weil ich voll schlau sein wollte, dass ich mein Flamly bei Pokémon Smaragd nicht weiterentwickle, bis es Level 27 ist, war es, glaube ich, weil es da Flammenwurf lernt. Das lernt es wesentlich früher als jede seiner anderen Entwicklungen. Ist das eine neue Route? Bestimmt nicht. Ah, er sieht so fröhlich aus. Es ist so niedlich, das kleine Brötchen. Ist das ein Angriff eigentlich, oder... Okay. Es scheint einfach nur Verteidigung zu erhöhen, was durchaus Sinn macht bei Diamond Shell. Sehe ich ein. Okay. Das heißt, dass er immer noch keinen sinnvollen Angriff hat, was echt ein bisschen belastet. Ich mache das mal ein bisschen schneller hier. Es ist ja nicht auszuhalten. Genau. Harald Lesch hat sich halt aufgeregt über Elon Musk, weil er der Meinung war, es ist wesentlich wichtiger, jetzt erstmal die Probleme, die wir hier auf der Erde haben, so wie Klimawandel, zu klären, anstatt... Das sieht immer noch so niedlich aus. Ah, ich liebe es. Jetzt hat es natürlich schwach gegen Boden, oder zumindest normal gegen Boden, aber das wird schon passen. Und wir wissen ja, dass Armadillomon keinerlei Angriffe hat, da passt das. Auch wenn er ein bisschen pumped abgeht. Anstatt die ganzen Gelder und Technologien und schlauen Menschen in Weltraumforschung zu ballern und dafür... viel mehr dafür zu investieren, dass halt hier Klimawandel und erstmal unsere Erde gerettet wird, bevor wir eine neue Erde besuchen. Anstatt zu sagen, ah, fuck it, die ist eh kaputt, ich gehe zu einer neuen. Was ja scheinbar genau das ist, was alle Millionäre gerade probieren, indem sie ihre Raketen ins Universum schleudern. Man muss ja schon mal vorbereitet sein, basically. Das sind die Arschen des 21. Jahrhunderts, by the way. Hoffentlich nicht. Aber ich predikte das mal für die Zukunft. Bisher sind erstaunlich viele meiner politischen Predictions korrekt gewesen. Wenn doch nur zu 40%. Nennt mich Nosferatu. Und so hieß auch der Typ, der die ganze Zeit ohne Ende Predictions gemacht hat und dann zufällig ein paar davon wahr geworden sind. Ich glaube schon. Genau. Was ein guter Punkt ist, kann man schon sagen, naja gut, macht halt durchaus Sinn. Hier viel Geld reinzuballern, bevor wir zu neuen Planeten gehen. Aber mein Punkt ist halt, wenn man in Zukunftstechnologie kein Geld reinballert, dann würde es halt auch für immer Zukunftstechnologie bleiben. Und Zunumon wäre schon geil gewesen. Vor allem, weil ich hoffe, dass es ein bisschen Omnimon hier gibt. Aber naja, okay. Ich wüsste zwar nicht, wie sie DNA-Digitation eingeführt haben, außer mit Tauschen, was ja nicht geht, wenn man allein die Mod spielt. Aber egal. Na gut. So zum Beispiel Fusionsenergie würden wir auch nie bekommen, wenn niemand daran forschen würde. Natürlich ist jetzt Fusionsenergie mit unseren momentanen Sachen, wie es aussieht, wesentlich näher als Venus oder Mars kolonisieren. Aber auch da sind wir halt jetzt nur relativ nah dran, weil jemand mal meinte, das sollten wir machen können. Lass es mal probieren. Und grundsätzlich gilt das ja auch für Raumfahrt. Weswegen ich da dem harten Rant von Harald Lesch mal so ein bisschen widersprechen wollen würde. Und auch wenn die Aussage ist, wir schaffen das vielleicht in 500 Jahren, ist das absehbar zu machen. Das werden halt immer 500 Jahre, werden es nicht immer 500 Jahre bleiben, weil irgendwo anders technische Fortschritte gemacht werden. Man kann ja auch mal gezielt in eine Richtung forschen. Ich weiß, dass sehr, sehr häufig Forschung und Erfindungen nicht so funktionieren, dass man sagt, ich will jetzt das erforschen, dann erforschst du genau das. Wir sind hier in keinem Videospiel. Ist eher so ein, ey, gucke mal, ich würde ganz gerne, ich schau mal interessiert darauf, auf diese neue Strahlung, die ich entdeckt habe, weil ich, keine Ahnung, einen komischen Stein auf die Hand meiner Frau gehalten habe für 15 Stunden. Und siehe da, Krebstherapie. Also erstmal Fotografie und X-Ray-Fotografie und dann irgendwann Krebstherapie und dann irgendwann, oh nein, meine Frau hat Krebs bekommen. Aber was halt, Namen vergessen. Radiologie, der Typ hatte einen Namen und sein Ding wurde danach benannt. Hans der Kleine. Egal, wir weichen ab. Wir müssen ganz kurz Maike zusammenboxen. Labramon, du bist höchstwahrscheinlich einfach nur Typ normal und kannst wahrscheinlich einfach nichts. Mein Plan wäre es, damit ich hier nirgendwo zu viel verliere, Röntgenstrahlung. Röntgen hieß der Typ. Genau, sag ich doch.
Das klang bei mir im Kopf gerade so sehr nach Physik, dass ich daran gedacht habe, das sollte wirklich so heißen können. Aber das ist das Problem, wenn man als Streamer von neben einer Lichtquelle sitzt, die einem neben das Gesicht strahlt. Kannst du auch gerne ins Gesicht strahlen lassen, aber das sieht dann halt doof aus für euch. Und ich hoffe, dass es auch funktioniert hat, weil vorhin hat es einfach so die Hälfte meines Gesichtes dann rausgehauen. Okay. Was passiert, wenn eine stoppbare Kraft von einem unbeweglichen Objekt ausgeht? Das ist die Frage, die uns gerade stellen. Wenn der Gegner die ganze Zeit nur... Oh fuck, er kann sich selber... Au. Au. Wir sollten diese stoppbare Kraft stoppen, bevor sie unstoppbar wird. Der hat bisher noch keinen Angriff geballert. Das heißt, ich weiß nicht, ob er nur Normalangriffe hat. Ich habe relativ viel Verteidigung. Ich bin zwar 6 Level drunter, aber ich denke, einen Schlag sollte ich aushalten. Das ist das Spiel mit dem Feuer. Vielleicht soll ich einfach direkt zu Argumon wechseln und dem Ding da ein Ende machen. Weil meine Überlegung ist, wenn der nur einen Normalangriff hat, sollte Cool Geist und Luke Explosion absolut kein Problem haben, damit fertig zu werden. Probieren wir es einfach mal aus. Ich hätte auch meinen Stahl-Elektro-Pokémon nehmen können, was weniger Damage bekommen hätte. Egal. Er hault erstmal weiter. Vielleicht kann er auch nur irgendwelche Änderungen machen. Ich habe nur Geistangriffe. Alles klar, das ging nach hinten los. Das machen wir nicht. Argumon, komm her, du musst ein paar Dinge zusammenballern. Du musst mal kurz Protagonisten-Dinge tun und diesen absolut überpowerten Endgegner umboxen, während er auf plus 5 Angriff hochgeballert wird. Ah, und so verliert man das, Lox. Okay, ich bin schneller. Komm on, bitte hab nicht viel Leben, sei einfach tot. Nice, dankeschön. Protagonist kam an, Einschlag ins Gesicht, Problem gebannt. Sehr schön, dankeschön. Und gleich mal allen meinen Digimon bis Erfahrungspunkte reinbördern. So muss das sein, dankeschön. Okay, mit Dragon Rage habe ich wahrscheinlich sogar gegen alle anderen eine Chance. Okay, Mamemon sollte noch Typ Normal sein, weil Metall-Mamemon, glaube ich, Metall ist. Jetzt plus 6, glaube ich. Okay, Sedge. Sedge? So sad. Okay, Bullet Punch auf jeden Fall Typ Metall. Absolut kein Problem. Sehr nice. Now burn, motherfucker, burn. Nice, er ist schon Metall. Allgemein, die Mamemon-Reihe ist halt auch sehr, sehr fragwürdig. Ich mag Metall-Mamemon, auch wenn die restlichen Leute sehr fragwürdig sind. Weil bei Digimon World, dem uralten PlayStation 1-Spiel, was ich irgendwann mal Let's Played hatte und sehr, sehr viel Spaß dabei hatte, was ich mal wieder machen möchte, deswegen, mein allererstes Ultra-Metall-Mamemon war und ich voll stolz auf diesen kleinen Metallblock war, der einfach nur mit seiner kleinen Kralle und dem großen Explosionsding, Kanone, dankeschön. Ja, Pepper Breath gegen Gomamon. Ich bin auch 10 von 10 dämlich. Fucking hell, sein Wesen ist verbrannt. Nein. Okay. Oh no. Oh no. Please don't hurt me. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Stop it. Stop it. Jawohl. Das war super effektiv. Das ist... Angemon. Komm mal kurz zurück. Das reicht. Das reicht. Fucking hell. Das kann übrigens 5-mal treffen, es war einmal weniger als seine treffen dürfen. Ach du Scheiße. Okay, easy dodge, I would say. Haben unser Protagonisten mal noch nicht geopfert. Alter, Gomamon haut aber auch rein. Und ich habe den ja bei meinem eigenen Spiel gespielt, Gomamon, und so scheiße harter Tank. Alter, es reicht. Das sollte nicht sehr effektiv sein. Wieso ist es nicht sehr effektiv? Fucking hell, wer es nochmal 5-mal trifft, bin ich weg. Es hat jetzt 30 Damage gemacht. Also wenn es einmal weniger als maximal trifft, sollte er überleben. Das heißt, wir gönnen ihm jetzt hier mal ganz kurz so einen Thundershock ins Gesicht und sagen, Thunder, fear the Thunder. Lightning, oh, das macht keinen Damage. Alter, ist das ein harter Tank. Wie OP ist Gomamon? Wasser gegen Stahl ist neutral. Ah, aber er ist halt Stahl-Donner. Dachte ich, eins von beiden würde resisten. Yes, drei Teile. Okay, ich kann dich nochmal angreifen. Wir sind schon wieder fast tot. Na ja, dann Wasser gegen Wasser. Das sollte ja auf jeden Fall nicht sein. Was ist denn jetzt passiert? Was soll das jetzt? The fuck?